Hallo Leute, long time no see. Ich habe Lust heute ein bisschen Star Citizen zu spielen. Der Charakter spawnt gerade auf dem Port Olisar. Und ich habe mir einfach gedacht, ja, warum nicht einfach mal aufnehmen? Ich möchte halt, wie gesagt, Credits verdienen und dazu einfach eine Mission erledigen. Erstmal hier raus aus der Kabine. Und auf nach unten in die Lobby, Schiff aussuchen und dann auf den Weg machen. So, kommen wir mal hier ins Joggen, damit wir ein bisschen schneller runterkommen. So, jetzt müssen wir da ans Terminal. Die Drake Buccaneer ist auch noch nicht so lange flight ready. Die mal nehmen, ist ein nettes Schiffchen, ganz gut bewaffnet. C07 hier lang. Wie immer hier der Sicherheitshinweis, dass unbedingt ein Raumanzug benötigt wird. Den haben wir an, also raus durch die Schleuse jetzt. Nur 7 war es, ne? Ja. Okay, hier lang. So, 07, die linke Plattform. Da steht sie, die Drake Buccaneer. Schickes Schiffchen. Besteht auch hauptsächlich aus Triebwerken. Sehr agil, sehr wendig. Auch ganz gut bewaffnet. Mit den anderen Schiffen, die ich habe. Also, da hatte ich oft das Nachsehen, wenn ich auf Piraten getroffen bin. Hier hat man aber schon mal, auch als ungeübter Pilot, schon eine wesentlich bessere Überlebenschance, sage ich mal. Ja. Wir starten hier wieder von Port Olisar. Gehen einfach nochmal in die andere Perspektive. Gehen wir mal wieder auf die Ego-Perspektive. Und steigen einfach mal in das Maschinchen ein. Müssen aber gleich auch erst nochmal auswählen die Mission. Lassen wir die Maschine erstmal hochfahren. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. So, dann gehen wir einfach mal ins Mobiglas der Oberfläche hier und gehen hier in den Scheduler. Und wo ist sie? Personal Investigation Wanted, genau. Thank you for Na, getting in touch Private with me. Investigator Wanted, My sowas. husband recently died aboard the Gundo Kovalec station, but the company is refusing to pay out his insurance claim because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past. I want you to go to the Kovalec station and send me evidence that my husband is innocent. But even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, and really, I just want to know the truth. I've attached the insurance claim to get you started. Good luck. And I hope to hear from you soon, one way or another. Ja, also erstmal noch zu meinem Kontostand 8775 United Earth Credits. Und ja, die gute Frau hat uns eben gerade was vorgetragen. Dazu haben wir, glaube ich, jetzt auch einen Eintrag im Journal. Genau, also die gute Frau hat ihren Mann Darnell verloren, der irgendwie bei einem Unfall auf Kovalex ums Leben gekommen ist und die Versicherung möchte irgendwie nicht zahlen, weil sie sagt, dass Danell halt verantwortlich war für diese Fehlfunktion und möglicherweise halt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wie es hier steht. Hier heißt es, dass die Versicherung halt den Versicherten halt dann irgendwie nicht entschädigt bei Alkoholismus oder was weiß ich was, ja, Abhängigkeit von Drogen und so weiter. Und die Frau, seine Frau,
hat uns, das ist Elaine, ne? Elaine Ward hat uns jetzt beauftragt, zu dieser verlassenen Station, die jetzt ja defekt ist irgendwie, weil da irgendwie was explodiert ist und so weiter und so fort, einfach mal nachzuschauen, um Beweise zu finden und dann zu beweisen, dass ihr Mann unschuldig ist und dass sie dann halt von der Versicherung halt auch die Zahlung dann bekommt, ne? Ja, hier ist nochmal der Wortlaut, was die gute Frau uns eben halt vorgetragen hat. Gut. Dann heben wir mal ab. Vielleicht können wir uns auch noch eine schöne Kameraperspektive dafür dann noch aussuchen, noch ein bisschen rumschwenken. So. Bisschen rauszoomen noch. Und dann würde ich mal sagen, einfach Lift off. Und den ersten leichten Schub geben. Dann das Fahrwerk noch einziehen. Und gehen wir ruhig mal wieder in die First-Person-Perspektive. Och, sind wir jetzt schon da hängen geblieben? Unschön. Ja, nee, fast. Fast Kollision. So, wo haben wir denn den Marker? Da müssen wir hin. Die Beweise zu finden. Find Evidence. Hinspringen direkt zum Kovalex Shipping Hub klappt nicht, weil sich die Station hinter dem Planeten befindet. Das heißt, wir müssen dahin springen über eine Zwischenstation. Da bietet sich jetzt hier entweder das Com-Array 625 an oder die Cryo-Astro Service. Com-Array könnte möglicherweise jetzt belagert sein von Piraten. Weil ich da jetzt nicht unbedingt in Kampf verwickelt werden möchte, springe ich entweder gleich über über das Shipping Hub. Nicht das Shipping Hub, Quatsch, über die Cryo Astro Station meine ich natürlich. Oder ich gucke einfach mal, ob die 625 halt zur Reparatur ansteht. Das Array. Nee, also kann ich eigentlich auch darüber springen und dürfte dort eigentlich nicht von Piraten angegriffen werden. So, falsche Taste. Eigentlich wollte ich ja nur schließen, das Mobiglas. Springen wir einfach mal über den Punkt hier. Es blinkt grün, das Array, also sind wir hier im überwachten Raum. Find Evidence, müssen wir einfach mal wieder hier in Quantum Drive gehen und springen. 3, 2, 1, Sprung. Quantum Drive is now on. Und da sind wir auch schon dort. Das Shipping Hub ist eigentlich für die Öffentlichkeit jetzt geschlossen und sie entschuldigen sich für dafür. Ich halte mal gerade an, da sehe ich gerade einen roten Marker. Ah, das war wahrscheinlich irgendwie jemand, der gesucht Status hat. Ja. Kovalex Private Property. Trotzdem, wir möchten hier was untersuchen. Das hält uns jetzt also nicht auf.
mal den Precision Mode gehen, das heißt Landefahrwerk ausfahren, dann können wir ein bisschen genauer hier steuern. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist, dass ein anderer Spieler jetzt hier auch ist. Weil ich weiß nicht, wie der drauf ist. Kann sein, dass er uns einfach killt und damit alles hier für den Popo ist. Kann aber auch sein, dass der uns nichts weiter tut. Oh, zerlegt sein eigenes Schiff, was natürlich sein kann, dass der jetzt unser Schiff sich gleich krallt, weil seins defekt ist. Na, gucken wir einfach erstmal. Also ich bin ja eher so, dass ich gutmütig hier spiele und jetzt nicht irgendwie den da erschieße. Mal gucken, was der macht. Kann sein, dass er die Waffe zieht und gleich auf uns schießt. Dann können wir natürlich versuchen, uns auch zu wehren. Aber ich glaube erstmal an das Gute im Menschen. Jetzt können wir mal den Chat ausschalten da oben. Obwohl, ah nee, lassen wir doch an. Vielleicht spricht uns der Typ hier auch an. This station is currently off limits. Please vacate the area. Da ist schon ein Datenpad. Das kann man sich mal anhören, was da drauf ist. Hey Darno, it's Rosine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Darno, Rosine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Er hat nicht geschossen. Von daher stecken wir mal die Waffe weg. Der hat auch keine Waffe gezogen. Jetzt können wir gucken, ob hier noch weitere Datenpads sind. Aber hier dürfte noch kein sein. Hier ist so ein leerer Fahrstuhlschacht. Hier sieht man, dass die Tür so ein bisschen offen ist auf dieser Etage und man erkennt dort schon wieder ein Datenpad, nur kommt man durch diese Tür halt nicht hin, muss man also einen Umweg nehmen. Hier ist die offene Tür. Und hier ist wieder so eine kleine Unterkunft, wo wir ein Datenpad finden. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the movie mod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Surprised we did. Hey, Anya! Holy shit! Is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? Let's talk. Hey, Darno! Hey, Darno! Get in on this. Oh, come on. Jeez, Darno. Look, just one. Maybe a sip. There we go. Bye, Anya. Let's go. I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you and I miss you. Thank you again for the prison. Bye, babe. Also dem Audiolog hat man jetzt gehört, da war irgendwie eine Party, es handelt sich doch um eine Geburtstagsfeier und dem Darnell wurde tatsächlich irgendwie angeboten, ja komm, trink mit, a bottle of Esquire. Und er hat aber gesagt, no thanks, irgendwie will er, hat er gesagt, na, vielleicht mal dran nippen oder so. Also vielleicht hat er doch Alkohol zu sich genommen und dann die Fehlfunktion ausgelöst. Hier in der Messe schaut man durchs Fenster und erkennt, dass dahinter wieder ein Datenpad ist, wo wir jetzt momentan aber noch nicht rankommen. Aber das muss man mal im Hinterkopf behalten, dass man sich das Datenpad auch noch schnappt. Das scheint außer Funktion zu sein hier mit der Tür. Hier gibt es einen Schalter, aber wir kommen hier nicht rein. Aber man kann mal gucken, das ist, steht da oben dran. Port Number 3, Nummer 3. Ist auch das nächste. 4 ist außer Betrieb. Und 5. Auch rot, verschlossen. Kommen wir nicht rein. Braucht man sozusagen Code, um dorthin zu kommen. Schweben wir deswegen einfach mal weiter. Reichlich dunkel hier. Vielleicht mal die Lampe anmachen. Na, hier ist schon wieder heller. Da unten das nächste Datenpad.
breakdown of the current power flow for the station, and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system, see where the runoff is. Okay. Hey, just be careful. Will do. I'll keep a close eye on it. Sounds good. You sure you're okay? You sound terrible. Yeah. It was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should have been. All right. Let me know when you're finished running the test. Will do. Tja, der hat doch jetzt auf mich geschossen. Eben noch freundlich und jetzt hat er mich angeschossen. Aber noch lässt er mich weiter am Leben. Oder ist, ach nee, ist jetzt jemand anders auch. Saiwa, hast du nicht gesehen. Da ist das Terminal, da könnte man die Beweise hochladen. Aber ich habe ja gesagt, es gibt noch weitere Datenpads. Verstecken wir uns einfach mal hier. Genießen ein bisschen die Atmosphäre. Hat zwar eine gezogene Waffe, aber noch lässt er uns leben, also von daher ist er vielleicht doch uns wohlgesonnen. Aber wir laden jetzt noch nicht hoch, weil jetzt hätten wir seine Unschuld noch nicht, denke ich mal, bewiesen. Und ja, Daniel hat eben gerade gesagt, er müsste jetzt noch so einen Stresstest irgendwie der Station unterziehen und ihm wurde gesagt, er sollte dabei aber mal vorsichtig sein, dass nichts passiert. Er hat auch gesagt, dass da die Geburtstagsparty war und dass es wohl spät geworden ist. Jetzt wurde uns in unser Journal was eingefügt. Gucken wir mal da. Hier heißt es, dass es irgendwie, ja, Schwarzmarktaktivitäten gab, dass es sozusagen Probleme gibt irgendwie auch mit Schmuggel sozusagen. Also ein Hinweis, dass hier auf der Station irgendwie was nicht ganz sauber läuft. Wenn man jetzt aufmerksam ist, sieht man, dass hier noch ein Datenpad ist. Kommt man jetzt so erstmal nicht ran, da müsste man ganz runter. Unten rein. Dann hier hoch. Gucken, was wir hier finden. Wieder ein Eintrag in unser Journal. Hier wird was von dem Pod 5 erzählt, das heißt, da haben wir irgendwie einen Code, um jetzt durch die Tür zu kommen. Also, nochmal zurück. Aber vorher, genau. Wir haben eben das, da oben war das Datenpad, was wir von der Messe aus gesehen haben.
Hier haben wir einen Zugangscode gehabt für die Kabine 5. Hier gegenüber vom Upload-Terminal. Das ist die Stelle, wo wir aus dem Fahrstuhl durch den Türspalt auch ein Pad gesehen haben. Das wählen wir jetzt auch mal an. Und es wurde wieder ein Eintrag gegeben ins Journal. Und hier ist die Rede vom Pod 3. Unlock Code Attached. Das heißt, wir können jetzt in die Kabine 3 und 5 reingehen und gucken, was da los ist. Das heißt, wir machen uns nochmal zurück auf den Weg zur Messe. Ah, sieht schon nett aus. Echt nice. So, da war jetzt ein kleiner Aussetzer, ein Hänger. Leck. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das richtig gut wirkt, wenn man irgendwann mal, wenn das Spiel fertig sein sollte, irgendwann in ein paar Jahren, und dann so eine Raumstation entdeckt oder irgendein Schiffswrack und dann das erkundet. Dass das schon echt atmosphärisch ist. Und echt spannend, ja. Wenn man nicht weiß, was da einen erwartet. Doch besser die Waffe ziehen. Na gut. Okay, Third Person kann man natürlich nicht zielen. Nicht wirklich. So, dann gucken wir mal. In dem Pod 3. Ach, kann ich mal vom Weg stecken. Wow. Los. Tür geht auf. Und hier ist wieder ein Pad. Hey, wanted to let you know that I got the Ops guy's passcode last night. Took a whole damn bottle of Esquire to do it. Talk about being able to hold your liquor. I set the routine to bypass the monitoring protocols at 1400. The crates should go through, no problem. Just be ready at the drop, all right? By the way, had to change over the security stuff. Codes attached. Ja, ist es wieder, dass wir einen neuen Eintrag haben im Journal und was jetzt eigentlich letztendlich gesagt wurde. Die gute Dame hatte gesagt, sie ist an Informationen gekommen, um an den Bypass-Code irgendwie zu kommen, und das hat sie eine ganze Flasche Alkohol quasi gekostet, und wahrscheinlich hat sie dem Danell irgendwie den Code dann abgeluchst oder irgendjemand anders, das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden. Und es war von Kisten die Rede mit irgendwelcher Ware. Das würde zu diesem Schwarzmarktgeschäft oder dem Schmuggel halt ganz gut passen. Und es ist wieder ein Code attached, hieß es. Okay, hier hat man ein bisschen das Problem, einfach so raus geht nicht. Man muss erstmal einmal ein bisschen zurücksetzen. Und dann öffnet sich die Tür. Normalerweise, jetzt mal wieder nicht. Oh, jetzt aber. Da drin war auch noch eine Knarre, ne?
kurz zurück, ein bisschen näher ran. Oder waren wir nur einmal drin, können kein zweites Mal rein, aber eigentlich haben wir ja den Code. Das ist ja ein bisschen albern dann. Versuch's noch ein letztes Mal. Ah ja, klappt. Da unten, genau. Eine Shotgun. Bisschen Abstand von der Tür, weit zurück. Dann sollte es jetzt eigentlich klappen. Gehen wir mal zwei Türen weiter. Ach, immer hier. Die Kisten hier rumschweben. Noch einen Anlauf. Und hier kann man auch noch dann Credits machen. Hier ist wohl die Kiste mit der Schmuggelware. Tabak. So, so. Gerade mal hier reinschauen. Genau, jetzt haben wir 8775 immer noch Credits. Wenn ich die jetzt aufnehme. Zweite Mal. Und die dritte Kiste Zigarren. Ja, jetzt haben wir schon 927. Jetzt ist es Zeit, die ganzen Beweise, die Danelle entlasten, hochzuladen. Dazu müssen wir wieder einen Deck tiefer. Zu dem Terminal. Dann können wir den Upload starten. Objective complete, upload evidence. I wanted to let you know that I got the information you sent. And if what you found is true, I owe you a very big thank you. And Kovalex owes me and my husband an apology. Thank you again. I'm uploading your payment to your account now. Hat also funktioniert. Wir sollten dann auch unsere Bezahlung bereits bekommen haben. Jupp, schon bei 10.000 Credits jetzt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass unser Schiff da ist und auch noch funktionstüchtig ist. Jetzt sind wir wieder in der Eingangshalle. Haben jetzt hier eine Abkürzung, müssen also nicht den ganzen Weg zurückgehen. Weil von der anderen Seite aus gelassen sich die Türen öffnen. Ah, das sieht schon nice aus. Nice, nice, nice. Wenn unser Schiff nicht da ist, dann können wir uns auch noch hier die Avenger nehmen. Das ist ein Schiff, was eigentlich nicht so gemocht wird von vielen Spielern. Aber ich finde, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit irgendwie. Einfach durch die Farbgebung schwarz-weiß von so einem Space Shuttle irgendwie. Und wird sonst auch hier der Pinguin genannt. Ja, also wir könnten im Prinzip da jetzt einsteigen und auch mit der Avenger zurückfliegen. Aber
Nein, ich will den Spieler nicht ärgern. Wir haben ja unsere Buccaneer. Kann eigentlich die Wumme mal wegstecken. Haben wir sie hier auf dem Rücken. Kameraperspektive ändern. Your Drake interplanetary craft. Your systems are online. Tja. Das war Kovalex. Und wir machen uns auf den Rückweg. Port Olisar ist ja hier über dem Planeten Crusader in der Umlaufbahn. Natürlich auch wieder obstructed, also verdeckt. Von daher müssen wir wieder über ein anderes Zwischenziel gehen. Nehmen hier einfach wieder das Array. Quantum Drive is now on. Keine Piraten, das Com-Area blinkt oben grün, wir sind im überwachten Sicherheitsraum. I just wanted to let you know that the information you found worked. Kovalex exonerated my husband, and the insurance company gave me the full claim. On top of all that, the advocacy was able to arrest the people that Melisowski had been working with. Turns out there was a reward for information leading to the smuggling ring's arrest, and I want you to have it. I cannot express how much I appreciate the hard work you did on my behalf. Made all the difference. Best of luck to you, and thanks for everything. Ja, da hat sich die Elaine Ward nochmal gemeldet. Und zwar hat sie gesagt, dass sie jetzt die ganzen Beweise eingereicht hat bei der Versicherung und die Versicherung sich jetzt entschuldigt hat und die Zahlungen geleistet hat und darüber hinaus konnte also die ganze Machenschaften aufgedeckt werden. Die Leute wurden verhaftet und für die war dann halt, wurde halt, weiß nicht, war quasi ein Kopfgeld dann irgendwie ausgesetzt. Und das Geld, darauf verzichtet die gute Frau, das möchte sie gar nicht einstecken. Wir hatten ja die ganze Arbeit und dieses Geld überlässt sie uns auch noch. Und wenn wir jetzt noch einmal dann gucken, haben wir nicht nur 10.000 Credits, sondern jetzt über 11.000, fast 12.000 Credits. Eine feine Sache, ein netter Schacht. Schachzug? Nein, sagt man gar nicht, ne? Eine nette Geste, mehr als eine Geste von Elaine Ward für uns. Wir freuen uns drüber. Sprung zurück zu Port Olisar. Also die Quest ist jetzt damit auch beendet. Wir haben unsere Belohnung erhalten. Also man könnte das Spiel jetzt auch einfach verlassen. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal eben schnell landen. Machen wir automatisch mit dem Autopiloten. Gut, dann können wir einfach Systeme runterfahren und aussteigen. Tja.
Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass ich euch mitnehmen durfte und ihr wieder einen kleinen weiteren Einblick bekommen habt in Star Citizen. So, damit verabschiede ich mich von euch, bedanke mich nochmal und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pelzley.